So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Jack 3. Oh. So, weiter geht's. Oh. Wieso packe ich denn auch überhaupt meine Waffe weg? Also, das ist doch... Ey, das ist schon wirklich wie in der Disco. Mit diesen Laserstrahlen. Komm her, komm her, komm her. So. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn hier? Das kenne ich ja gar nicht. Aber stimmt ja, da muss man ja jetzt durch. Tja, Leute, da müssen wir jetzt durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und... Ach, ich könnte auch mal ein bisschen näher ranzoomen. Ja, wunderbar. Okay, Freunde. Auf geht die Party. Es sah gerade aus wie bei Fallout. Im Wets-Modus, wenn man einen schießt. Ach so, genau. So kann man normal springen. Oh, ey, gut. Ich hab's mit den Augen anscheinend. Ja, Tatsache. Ey, so ein Board hätte ich auch gern. Das sind doch total cool. Oh, aber ich habe gerade irgendwie einen Grab gemacht. Ja, habe ich nichts gemacht. Oh, hier Backflip. Okay, ich sollte aufhören, mich abzulenken zu lassen. Es ist immer dasselbe mit mir. Wie ging denn... Oh nein. Ah! Das war ja gar nicht geplant. So, man kann jetzt hier links und rechts hoch. Wo fange ich an? Ich würde sagen, hier ganz vorne war, glaube ich, auch noch was. Ach, ich gehe einfach mal hier hoch. Da-dam. 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 Wie komme ich jetzt da drauf? Oh Mann, ey. Es geht schon wieder. Es geht schon wieder mit mir durch. So. Wow. Shit. Auf ein neues. Oh, schade, ich dachte, ich könnte da vielleicht einfach hochspringen. Oh. Mein Gott, ich mach's mir aber auch wieder schwer. Das glaube ich doch jetzt nicht. Ich meine, ja, klar, da stand da gerade ganz groß, dass man springen muss. Aber, ja, was... Oh, man kann doch hier auch gleich irgendwie grinden oder so. Boah, schöner Boardslide. Ne, der war rückwärts, dann ist es, glaube ich, gar kein Boardslide. Ach, keine Ahnung. So, swoop. Whoop. Aber das ist ein Bossline. Zack. Und 50-50. Uhuhuhu. Mann, ist Jack cool. So, jetzt sind wir, glaube ich, ja einmal im Kreis. Weil hier bin ich ja eben rein. Ist ja noch einer. Der ist, glaube ich, ganz hier vorne einfach in so einer Ecke versteckt. Ganz am Anfang. Wo man hochspringen muss. Oder noch nicht mal. Ah, genau, hier. Ein Abstauberpunkt. Oh, hier, da warst du gerade. Aber wie kann man denn nochmal flippen? Wie ging das denn? Ach, ist ja auch egal. Okay, wir müssen jetzt hier hochspringen. Mit Frontflip sogar. Oh, wie viele hier immer drin sind. Zack. Ich hab schon fast 100 von den Dingern. So. Ja, da muss ich echt mal demnächst jetzt ein Rennen machen, so in der Stadt oder so. Um wieder mehr von diesen Teilen freizuschalten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da sehe ich gerade was ziemlich Cooles. So, wir liegen gut in der Zeit, sprich, eine Cutscene passt locker rein. Wunderbar. Oh, oh, oh. Sehr schön, sehr schön. Eins von diesen roten Teilen. Ey, wie viele? So, damit haben wir 100. Und noch so eins. Okay, Leute, Cutscene. Yes,
treffen uns wieder, großer Krieger. Doch bedauerlicherweise bist du vielleicht zu spät. Bald siehst du die Ursache unseres Untergangs. Er eilt auf uns zu und wir können nicht länger widerstehen. Sieh die reine Macht des Lichtes. In diesem düsteren Moment bieten wir dir alles, was uns noch bleibt. Yeah! Jetzt können wir nämlich das Coolste von allen. Boah, das ist so cool. Ich liebe so Sachen, so mit Zeit. Mein Sprachfehler ist halt mal wieder richtig geil. Manipulation, wollte ich sagen. Genau, das war das Wort. Okay, hier oben müssen wir wieder grinden. Yeah! Haben wir es drauf, Leute? Haben wir es drauf oder haben wir es drauf? Wir haben es drauf. Oh. Ich hätte auch einfach drüber springen können, aber... Ach stimmt, diesen Zweifachsprung gab es ja auch. Und ich glaube, hier in der Mitte fehlt was, oder? Ja. Genau. Ach, ich kann mich echt noch an Sachen erinnern. Also das ist schon wirklich cool. Oh. Oh nein. Oh nein! Na! Oh! Ach, eigentlich könnte ich mich mal heilen. Ich meine, wenn man das kann, dann sollte man es auch machen. Zack! Oh nein, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Alles unter Kontrolle, alles ist wunderbar. Niemand kann mir was anhaben, ich bin der Tollste. So, haben wir es geschafft. Eine kommt noch. Eine Rolle. Das ist ja gar keine Rolle. Nicht wirklich, das ist ja eckig. Das habe ich gerade kurz mal rückwärts gedreht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, es ist aber auch heute wieder spannend. Oh, ich merke gerade, man kann gar nicht den Rollsprung machen, wenn die Zeit überaktiviert ist. Oh, auch so kann man sie nicht machen. Als weißer Jack. Als heller Jack, beziehungsweise. Oh nein. Nein! Oh! Ist das krass! Oder, na, oh, kommen wir jetzt in diese komische, mit diesem Auto das? Geht's jetzt schon in die Stadt? Ist das jetzt schon? Tatsache. Sieht aus wie das Space Taxi. Oh nein, jetzt kommt wieder sowas. Es ist eindeutig das Space Taxi. Okay, es sieht überhaupt nicht so aus. Ich nehme alles zurück. Sieht aus wie die Katakomben von Haven City. Aber wo führen die hin? Da seid ihr! Oh, bin ich heilfroh, dass ich euch gefunden habe. Da! Jack hat das Siegel wieder! Und es öffnet Türen. Onin sagt, wir müssen zurück nach Haven City. Sie sagt, die Katakomben sind der Schlüssel für das Überleben des Planeten. Lust auf einen kleinen Ausflug? Yeah! Oh nein, das habe ich so kacke in Erinnerung. Ach genau, man konnte auch schießen. Oh, okay. Also an irgendein anderes Spiel erinnert mich das aber auch. Ich würde jetzt nicht drauf kommen. Tue ich auch nicht. Aber irgendwo gibt es doch sowas ähnliches. Oder nicht? Aber ich könnte es auch überhaupt... Uah, gar nicht einschätzen, von was für ein Spiel ich selber gerade rede. Dinger immer abknallen. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich weiß, dass man es tun sollte. Und ich glaube, es geht dann von vorne los. Ja, Tatsache. Okay, gut, jetzt haben wir es raus. Weil der Punkt ist, ihr seht das ja selber, wenn ich jetzt schieße und knall hier alles ab wie ein... Ne, das sage ich jetzt nicht. Wie ein Verrückter, dann sehe ich halt kaum noch was. Das ist... Oh. Scheiße. Verdammt.
Okay, ich darf nur schießen, wenn es wirklich notwendig ist. Höre ich jetzt nichts oder läuft hier keine Musik? Oh ne, nicht schon wieder da hoch. Ach genau, die Dinger schießen auf uns. Deswegen sollte man sie kaputt machen. Was? Was? Da, ey, da war nichts. Da war nichts. Oh, wie ich sowas, Leute, wie ich sowas echt hasse, ey. Aber läuft hier echt keine Mucke? Ah, doch, jetzt halt. Oder die war eben tatsächlich weg. Naja, ist ja vollkommen egal eigentlich. Ach, ich wollte von meiner Idee erzählen. Stimmt, da war was. Und zwar, ich habe halt ein Let's Play geplant, will ich nicht sagen. Ich will auch das Spiel eigentlich nicht verraten. Das ist halt auch noch so ein Punkt. Der Punkt ist aber, das Spiel alleine zu Let's Playen ist... Ey, und hier ist das Ende. Das ist ein Witz. Und vor allem jetzt, Achtung. Echt super gemacht, Jack. Du bist gut. Doch Mut allein schützt dich nicht vor den Feinden, die auf dich zukommen. Diese heile Kraft soll dir bei deiner Mission helfen. Mehr können wir dir nicht bieten. Und es ist geil, Jack steht da mit seinen Armen irgendwie so, als würde er irgendwie einen Ninjutsu oder so machen. Sehr lustig. Ach genau, das Schild, das gab's ja auch noch. Okay, Leute, mit den Infos, das mache ich dann im nächsten Part. Oder ich mache dafür einfach extra ein Infovideo. Nee, das will ich nicht machen. Stimmt, das ist so ein Schutzschild. Ach ja, genau, da war doch was. Nee, auf jeden Fall das Let's Play. Ach, das ist Packer. Das ist ganz cool, es ist für den PC, es ist so ein Spitfire-Fun-Game halt, was aber übelst Laune macht. Ich mache hier gleich weiter, dann erzähle ich es noch. Und ja, alleine, also es ist ein MMORPG, so viel kann ich schon mal sagen. Jetzt werden alle denken, oh nee, sowas wie WoW und so. Nee, es ist es eben nicht, das ist sau lustig und ich habe das Spiel damals richtig krass gesuchtet. Und ich habe auch wieder Lust zu, auf jeden Fall. Und ich würde das gerne Let's Playen. Nur der Punkt ist, ein MMORPG alleine zu Let's Playen ist stinklangweilig. Okay, bei dem Spiel ist es an sich nicht. Bis Level 20 kann man allein alles machen, aber es zieht sich halt extrem in die Länge. Wenn jetzt einer mitmachen würde, wäre okay. Jetzt der Punkt, jetzt kommen natürlich alle von euch an und sagen natürlich, ja, ich mache mit und so. Ja, das glaube ich euch auch. Aber ich hätte mehr Bock, das mit einem richtigen Let's Player auch zu machen. Und ja, alle kennen meinen Lieblings-Let's Player und ich hätte das so Bock, mit Luxlike Link zu machen. Nur, ich habe mir das überlegt und habe mir es voll cool eigentlich vorgestellt so. Aber der hat selber so viel zu tun. Ich glaube, auch wenn ich ihn fragen würde, ob er da Bock zu hätte, würde er, glaube ich, eh nein sagen. Ich bin am überlegen, ob ich mal fragen soll. Weil alleine mache ich das Game auf gar keinen Fall. Da habe ich keinen Bock zu. Und ich würde es am liebsten mit ihm machen. Ich bin am überlegen, ob ich ihn mal fragen soll. Soll ich ihn mal fragen? Leute, sagt's mal. Weil ich hätte da voll Lust zu. Ansonsten, wenn es jetzt nicht ergibt, dann werde ich dazu auf jeden Fall eine Let's Show machen, weil das Spiel ist sau lustig. Ich weiß auch, ein paar Abonnenten zocken das sogar von mir. Zumindest einer. Das weiß ich hundertprozentig. Das ist einer zockt, das weiß ich. Also wenn es kein Let's Play von dem Spiel dann geben wird, dann werde ich auf jeden Fall ein Let's Show drüber machen. Also das auf jeden Fall. Falls mit der Aufnahme am Rechner alles funktioniert, weil ich weiß gar nicht, ob ich Fraps überhaupt noch drauf habe. Müsste ich mal gucken. Nee, also soll ich mal fragen, Marcel, ob er da Bock zu hätte? Schreibt es mal in die Comments, ich glaube, aber ich werde es einfach machen. So, noch was getrunken. Ich würde sagen, ich beende den Part. Und wegen Marcel, so, ich überlege mir das mal. Also Bock hätte ich auf jeden Fall, aber ich glaube eher nicht. Egal, Leute, ich verabschiede mich erstmal. Tschüss, meine Hüsen.